Frau Marquardt, Sie hatten als Kind besondere Wahrnehmungsfähigkeiten. Wie begann das? Ich kann mich erinnern, dass ich als Kind schon sehr empathisch war und sehr, sehr sensibel und bei Menschen so deren Schwingungen und Energien wahrnehmen konnte. Konnte das als Kind aber natürlich nicht einordnen und war damit auch oft überfordert, weil ich mich gar nicht schützen konnte gegen sowas. Oder auch wenn ich einen Raum betreten habe, haben mich sofort oft so diese ganzen Energien, die da geballt in einem Raum waren, wenn da Menschen drin waren, so völlig so überschüttet. Und ich war da als Kind oft mit überfordert und konnte auch so in Menschenmengen mich oft nicht lange aufhalten, weil mir das einfach zu viel war, was ich da wahrgenommen habe. Sind Ihnen da besondere Ereignisse aus der Kindheit noch in Erinnerung geblieben? Ein Ereignis, das war mit meinem Lieblingsopa, als er im Sterben lag, bin ich nachts aufgewacht und wusste sofort, jetzt ist Opa gerade gestorben. Ich hatte irgendwie wie so eine innere Verbindung zu ihm. Und als am nächsten Morgen das Telefon läutete, war mir klar, Opa ist tot. Und ich habe dann auch gefragt, zu welcher Zeit ist er gestorben. Also mein Vater hat ihn beim Sterben begleitet. Der sagt dann und dann. Und das war genau die Zeit, wo ich auch aufgewacht bin. Und einige Zeit später, als ich mit meinen Eltern in Urlaub gefahren bin, sind wir in der Gegend vorbeigefahren, wo mein Opa sehr, sehr gerne gewesen ist in Urlaub. Und als wir dann am einen seiner Lieblingsberge vorbeigefahren sind, guckte ich so auf dem Rücksitz neben mir und da war mir plötzlich so, als ob mein Opa da sitzen würde. Ich habe so unwillkürlich zu meinen Eltern vorgeguckt und wollte sagen, guck mal, da sitzt der Opa, und habe mich dann zurückgehalten, weil ich dachte, das ist ja absoluter Schwachsinn. Habe dann nochmal hingeguckt, also es war jetzt nicht so, dass er so als wahre Person da sitzt, sondern wie so eine Präsenz, wo ich so umrissmäßig so eine dunkle Präsenz wahrgenommen habe, die hinter dem Rücksitz vom Beifahrersitz saß. Und das war mein Opa. Und ich habe so eine ganz starke Verbindung zu ihm gespürt. Es kam sehr viel Trauer hoch, aber auch sehr viel Freude, weil ich so den Eindruck hatte, er hat jetzt seinen Platz gefunden nach dem Leben hier auf der Erde. Da, wo er sich wohlfühlt. Und da habe ich mich auch gleichzeitig gefreut, neben der ganzen Trauer. Aber mit dem Ereignis selber dachte ich, also ich bin irgendwie bescheuert, dass ich sowas wahrnehme. Also ich habe es auch nie jemandem erzählt gehabt. Ich konnte das damals, da war ich 16, überhaupt nicht einordnen. Sie haben im Laufe Ihres Lebens ja viele Wahrnehmungen gehabt. Mhm. Welche sind Ihnen besonders gut in Erinnerung geblieben? Also das war ja eben das mit dem Opa und dann mit der Oma noch. Mhm. Das war 3 Tage, bevor meine Oma gestorben ist, hat sie mich angerufen. Und ich hatte schon so eine Vorahnung, dass es unser letztes Telefonat sein würde, weil anders als sonst habe ich ihr zum Beispiel aus einem Impuls heraus nicht von meiner neuen Jacke erzählt, weil ich plötzlich den Gedanken hatte, diesmal werde ich meine Jacke alleine bezahlen, warum auch immer. Sonst hat Oma mir immer was dazugegeben. Ich hatte auch in dem Telefonat andauernd das Gefühl, meine Oma möchte mir irgendwas mitteilen. Was weiß ich nicht. Ich hatte nur einfach so eine Ahnung. Und als 3 Tage später das Telefon morgens läutete, ich lag noch im Bett, wusste ich auch, so wie bei meinem Opa damals, das ist jetzt das Telefonat, weil Oma gestorben ist. Mhm. Das war mir sofort klar. Und als ich dann zu meiner Mutter runterging, fragte ich sie, sagte sie, ja, ich habe gerade einen Anruf bekommen. Ich sagte, ja, ich weiß, die Oma ist tot. Woher weißt du denn das? Tja. Ja, und die Oma selbst habe ich in ihrer Wohnung noch sehr lange als Präsenz wahrgenommen und habe teilweise auch ihre Stimme noch gehört, dass sie in einer bestimmten Situation quasi was zu mir sagte. Das war aber nur einmal, aber ansonsten habe ich sehr, sehr lange ihre Präsenz noch gespürt. So als ob sie noch in der Wohnung wäre und aufpasst, was ich zum Beispiel da mache. Oder dass alles in der Familie so seinen rechten Gang geht. Noch so ein bisschen kontrolliert hat, bis alles soweit in Ordnung war. Und dann war sie für mich nicht mehr spürbar. Sie hat in ihrem Leben auch schwierige Zeiten, die dann auch dazu führten, dass sie solche besondere Erfahrungen gemacht haben. Wie kam das?
Ja, dadurch, dass ich eben sehr empathisch und sehr sensibel war, kam ich mir oft vor wie so ein Alien hier auf der Erde und war oft auch sehr überfordert mit vielem, auch mit dem Alltag. Und ich habe dann noch irgendwie meinen Berufsabschluss gemacht, Studium beendet und so weiter und bin in den Beruf eingestiegen. Und irgendwann ging es dann einfach nicht mehr. Und das war dann ein Zeitpunkt, wo ich überhaupt keinen Boden mehr unter den Füßen hatte und mich dann entschlossen habe, so jetzt suche ich mir therapeutische Hilfe. Ich schaffe es nicht mehr alleine im Leben klarzukommen und bin dann unter anderem auch in eine psychosomatische Klinik gegangen. Dort wurde dann für mich so die ganze Tragweite, unter der ich litt, bewusst und hatte da auch meine absoluteste Tiefphase, wo ich auch nicht mehr leben wollte. Und mich dann auch entschlossen habe, so heute Nacht gehe ich über die Schwelle in die Anderswelt. Es war in Bayern, es war sehr kalt draußen, es lag Schnee, es war im Winter. Bin dann raus in den Schnee, es war Vollmond, habe mich dann oben auf den Hügel gestellt mit Blick auf den dunklen Wald und war wild entschlossen, ich gehe jetzt dahinter in den dunklen Wald und werde nicht mehr zurückkehren. Ich habe lange da oben gestanden, sehr gehadert, mich immer hin und her gedreht, mal zum Wald, mal zur Klinik, wie auf so einer imaginären Schwelle. Und irgendwann habe ich dann mich entschlossen, so, ich gehe jetzt. Habe dann meine Jacke ausgezogen, mit der Absicht, mich in den Schnee zu legen und zu warten, bis mein Leben vorbei ist. Also einfach friedlich einzuschlafen, das war so meine Vorstellung. Und ich hatte so den Eindruck, ich stehe mit einem Bein über dieser imaginären Schwelle. Und in dem Moment, wo ich diesen Schritt über diese imaginäre Schwelle getan habe in Richtung Wald, hatte ich auf einmal den Eindruck, da ist eine Präsenz da. Ich hatte so den Eindruck, das ist wie so eine Schwester. Also ich habe im wahren Leben gar keine Schwester, es war aber so, als ob da meine Schwester wäre. Oder so jemand wie eine Schwester. Und die sagte dann tatsächlich zu mir, jetzt sieh zu, dass du rüber zur Klinik kommst, du hast hier noch gar nichts zu suchen. Hol dir Hilfe, aber hier hast du noch nichts zu tun. Mhm. Ja, und sie hat mir quasi im wahrsten Sinne des Wortes einen Arschtritt verpasst. So kam mir das vor. Und mir blieb gar nichts anderes übrig, als meine Jacke zu schnappen und habe mir dann drüben in der Klinik Hilfe geholt. Mhm. Und bin dann wieder zurück. Und am nächsten Tag... Nee, die nächsten 2-3 Tage war es so, als ob diese Präsenz, diese Schwester, immer noch auf diesem Hügel, an dieser imaginären Schwelle stehen würde und würde aufpassen, dass ich da nicht drüber gehe, sondern hier im Leben bleibe. Wie gut haben Sie diese Präsenz wahrgenommen? Es war eine ganz starke Energie und es war so, wie als... Also es war jetzt... So wie mein Opa damals, so Umrisse, eine ganz starke Energie. Und ich wusste aber sofort, das ist eine Schwester. Wie fanden Sie wieder zurück ins Leben? Also einmal über die Kunst. Ich habe damals begonnen mit der Malerei, mit dem intuitiven Malen, wo ich sehr, sehr viel gemalt habe, Bilder, die ich damals noch gar nicht verstanden habe, einfach so aus meiner Seele heraus. Die Bilder habe ich erst sehr viel später erfahren. Da ging es überwiegend um das Thema Heimweh und nach Hause wollen und diese Sehnsucht nach den Toten zum Beispiel. Ich konnte das überhaupt nicht zuordnen damals, was das zu bedeuten hat. Und mit diesen Bildern habe ich mich damals sehr erleichtert, also dass ich auch das, was in meiner Seele ist, über die Bilder nach außen bringen konnte, weil mit Worten konnte ich oft gar nicht mitteilen, wie es mir eigentlich geht oder was da in mir ist. Zumal ich vieles ja selber nicht verstanden habe. Und zum Teil auch über die Musik, die ich damals wieder zum Leben erweckt habe. Ich habe ja Musik studiert und habe damals dann auch nach langer Pause wieder angefangen, Klavier zu spielen und zu singen. Und das hat mir auch sehr geholfen, wieder Boden unter die Füße zu kriegen. Ja. Ich war ja danach noch 2-mal in der psychosomatischen Klinik in gewissen Abständen. Und bei der einen gab es eine spirituelle Krisengruppe, in die ich reingegangen bin. Und da gab es einige Menschen, die auch außergewöhnliche Erfahrungen gemacht haben. Und das war für mich wie so eine neue Welt, dass man über sowas sprechen konnte, weil ich solche Erfahrungen mit mir alleine ausgemacht habe und dachte, ich habe sie nicht mehr alle. Und das ist total verrückt, was ich da erlebe.
Und das war für mich sehr erleichternd, dass ich da so ein bisschen mit Leuten mich drüber austauschen konnte. Ich habe auch in dieser Klinik selber einige eigenartige Erfahrungen gemacht, dass ich plötzlich Tore in Anderswelten sehen konnte. Das eine an einem großen alten Baum in diesem Kurpark und das andere an einem uralten, verfallenen Gemäuer, wo ich dann an diesem Tor zur Anderswelt zum Beispiel eine Kerze hingestellt habe, damit dieses Tor zubleibt, weil ich da einen ganz starken Sog gespürt habe, der mich förmlich da reinsaugen wollte. Und ich da durch diese Kerze, die ich da in dieses Anderswelt-Tor hingestellt habe, das Gefühl habe, so, jetzt bin ich sicher, das Tor ist zu. Ja, bei diesem Baum weiß ich noch, wie ich da unwillkürlich auf diesen Baum zu bin und völlig überrascht war, als ich da nicht durch dieses Tor durchgehen konnte, sondern ich stand dann plötzlich vor diesen Ästen. Aber ich wusste, da ist ein Tor zur Anderswelt, warum auch immer. Ich konnte damit damals auch überhaupt nichts anfangen. Ja. Und was mir auch noch auffiel, ist, dass ich so eine Art hatte, mit Tieren zu kommunizieren, so auf geistiger Ebene. Das war das allererste Mal, dass ich das erlebt habe mit dem Pferd. Dass ich mich mit dem unterhalten konnte, ohne Worte zu benutzen. Mhm. Und in der anderen Klinik, da habe ich Heilorhythmie gemacht und hatte da auch eigenartige Erlebnisse, dass ich plötzlich Krafttiere gesehen habe, Einhörner. Und das war die Zeit, wo Kyrill tobte draußen. Ich plötzlich so den Eindruck habe, ich bin ein Indianer, der durch diesen Sturm die ganzen Energien aufnimmt, also ganz eigenartig. Und was für mich sehr positiv war, der Stationsarzt, der mich betreute, war solchen Sachen sehr aufgeschlossen gegenüber. Mhm. Und er erzählte mir von einem Arzt, der in der Psychiatrie arbeitete und ihn um Hilfe bat wegen eines Patienten, mit dem er nichts anfangen konnte. Und er ist dorthin, hat sich diesen Patienten angeschaut und hat gesehen, der Mann ist überhaupt nicht psychisch krank. Das Einzige, was bei dem Mann ist, das ist ein Schamane. Der hat außergewöhnliche Fähigkeiten. Mhm. Und das war für mich sehr ein Stück erleichternd, weil ich irgendwie so ahnte, ich bin eigentlich völlig normal. Ich bin gar nicht verrückt. Ja. Ja, leider sind diese ganzen Dinge dann doch wieder so im Alltag verschütt gegangen und ich bin dann wieder in den Beruf eingestiegen und habe irgendwie geschaut, dass ich funktioniere und habe das auch wieder weggedrückt und hatte im Grunde auch niemanden, mit dem ich mich darüber unterhalten konnte oder austauschen konnte. Ja, ich habe mich dann auch leider irgendwann, weil ich dachte, ich bin so krank, auf Psychopharmaka eingelassen. Das war der größte Fehler, den ich habe machen können. Weil ich durch diese Medikamente total gedeckelt war, überhaupt keinen Zugang mehr zu mir hatte, meine ganze Intuition verschwunden war, ich war völlig zu und war überhaupt nicht mehr ich selbst. Und es hat sehr lange gedauert, bis ich gemerkt habe, dass diese Medikamente mehr schaden als nutzen und habe sie dann auch abgesetzt, Gott sei Dank. Und das war das Beste, was ich habe machen können. Und seitdem geht es wieder aufwärts und ich werde wieder zu mir selber und habe seither auch immer mehr von meinen Fähigkeiten wieder zurückgewonnen. Und die sind für mich auch viel klarer als jemals zuvor, diese Fähigkeiten. Frau Marquardt, Sie haben vor gut einem Jahr noch eine besondere Erfahrung gemacht bei einem Osteopathen. Ja, das war etwa 3-4 Monate, nachdem meine allerbeste Freundin gestorben ist. Und ich war noch in so einem Schockzustand. Und da machte mir mein Osteopath den Vorschlag, mal auf eine ganz andere Art und Weise an mir zu arbeiten. Nämlich ohne mich zu berühren in meinem Energiefeld, so eine Art spirituelle Energiearbeit. Und ich habe sofort gespürt, das könnte das Richtige sein, was ich im Moment brauche. Und das hat er auch gemacht. Er hat dann mit den Händen in meinem Energiefeld gearbeitet und kaum, dass er begonnen hat, es fing damit an, dass ich Farben gesehen habe, je nachdem, an welchem Chakra er gerade gearbeitet hat. Chakren haben ja bestimmte Farben und diese Farben konnte ich sowohl mit offenen als auch mit geschlossenen Augen sehen. Und plötzlich
kam während dieser Behandlung so aus einem ganz tiefen, tiefen Urgrund aus mir heraus so eine tiefe Freude, wie ich sie noch nie erlebt habe. Ich habe unwillkürlich angefangen zu lachen. Ich konnte mich gar nicht mehr halten, also um dieser Freude der Ausdruck zu verleihen. Ich habe das gar nicht willentlich gesteuert. Es kam einfach aus mir heraus. Und gleichzeitig mit diesem Lachen im Wechsel ein intensives Weinen. Das ging so 5 Minuten im Wechsel. Ich wusste gar nicht, was mir geschieht. Und das wechselte dann urplötzlich in eine Szene. Ich habe so einen tiefen inneren Frieden gespürt, wie ich es auch noch nie erlebt habe. Das kann man mit Worten überhaupt nicht beschreiben. So ein tiefer innerer Friede, und ich hatte das Gefühl, ich bin von meinem Körper losgelöst, das reine Sein. Ich hatte auf einmal so den Eindruck, meine Seele, dass ich das erste Mal wirklich meine Seele sehe, so zum ersten Mal wahrnehme, wer ich eigentlich bin, so losgelöst von diesem ganzen Irdischen hier. Und so eine ganz tiefe Verbindung mit allem, was ich so wahrgenommen habe. Und vor allem dieser tiefe innere Friede, das kann man gar nicht mit Worten beschreiben. Und ich habe mich dann auf einmal wie so eine Göttin auf so einer Nache, auf so einem dunklen blauen See erlebt, mit so einem dunklen Seidentuch bedeckt, was da friedlich auf diesem See schwebt. Und im Hintergrund ein so helles, warmes Licht, wo dann diese Nache so langsam drauf zuschwebte. Und in diesem Licht habe ich meine verstorbene Freundin wahrgenommen und habe sie dann, ich hatte so den Eindruck, ich habe jetzt die Möglichkeit zu entscheiden, zu meiner Freundin in dieses wunderschöne Licht rüber zu wechseln oder hier zu bleiben auf der Erde. Und ich habe sofort zu meiner Freundin gesagt, du, ich kann leider nicht zu dir kommen. Ich habe hier auf der Erde noch was zu tun. Ich bleib hier. Mhm. Und warum auch immer ich das gesagt habe, es kam auch so aus einem ganz tiefen inneren Ort in mir, diese Antwort zu ihr, dass ich hier auf der Erde bleibe, weil ich hier noch was zu erledigen habe. Mhm. Was, weiß ich nicht. Es kam einfach so. Und das war für mich so ein einschneidendes Erlebnis, und das war auch der Moment, wo ich anfing, mich mit Nahtoderlebnissen und Nachtoderfahrungen zu beschäftigen, und habe festgestellt, dass einige Menschen, die Nachtoderfahrungen berichten, dass die so ganz ähnliche Erfahrungen gemacht haben mit diesem Licht und dieser tiefe innere Friede, so wie ich das da in dieser spirituellen Sitzung, sage ich jetzt mal, erlebt habe. Da war ich also baff erstaunt und habe so ein bisschen realisiert, was ich da erlebt habe, und auch alles, was ich vorher erlebt habe in Kliniken, in der Kindheit, das ergab für mich plötzlich einen Sinn, und wo ich auch plötzlich so ahnte, was ich für Fähigkeiten habe und für ein Potenzial in mir. Wenn Sie über Ihre Erfahrungen nachdenken, die Sie im Laufe Ihres Lebens gemacht haben, sind Sie von einem Leben nach dem Tod überzeugt? Ja, auf jeden Fall. Also seit diesem Erlebnis, was ich beim Osteopathen habe, habe ich festgestellt, erlebe ich bei mir, dass ich keine Angst mehr vor dem Tode habe. Dass ich weiß, in Anführungsstrichen, das, was hier auf Erden ist, ist nur ein Übergang. Wir haben hier was zu erledigen, zu lernen, was auch immer. Ich habe eine Ahnung bekommen, was ich hier auf Erden noch zu erledigen habe. Ich glaube, es geht in die Richtung, mein Potenzial zu leben. Ich vermute mal, dass ich vielleicht sowas wie schamanische Fähigkeiten habe oder eine heilerische Fähigkeit. Ich weiß es nicht genau, dass es vielleicht in diese Richtung geht. Was für mich wichtig ist, dieses Ja zum Leben, das war für mich ganz wichtig. Beim Osteopathen dieses, ich kann nicht mit, ich habe hier noch was zu erledigen. Das war das erste Mal, dass ich ganz klar gesagt habe, ich bleibe hier. Ich hätte auch mitgehen können, aber nein, ich habe gesagt, ich bleibe hier. Ich habe zwischenzeitlich auch immer mal noch so Verbindungserlebnisse mit meiner Freundin gehabt, wo sie zum Beispiel auch
plötzlich zu mir sagte, Jutta, du weißt gar nicht, wie schön es hier oben ist. Ich habe eine Ahnung davon bekommen, durch dieses Erlebnis beim Osteopathen, wie wunderschön es in der Anderswelt, wo wir zu Hause sind, sein muss. Und auch dieses Heimweh, was ich schon mein Leben lang in mir spüre, hat einen Sinn, weil ich mich nach dieser Einheit, nach diesem Einssein mit allem, nach diesem Frieden, nach diesem Licht sehne, nach diesem Zuhause, wo wir alle herkommen. Und was mir auch bewusst wurde, ist, dass das, was wir im Außen suchen, gar nicht im Außen zu finden ist, sondern ganz tief in uns, dieser göttliche Kern, diese Erfüllung, das haben wir alle in uns. Wir haben es nur vergessen, es ist verschüttet. Ich hatte es auch vergessen. Was habe ich im Außen gesucht? Wo fühle ich mich zu Hause und wer bin ich? Das ist alles hier drin, bei jedem von uns. Jeder Mensch hat diesen göttlichen Kern. Und ich glaube, das könnte unsere Lebensaufgabe sein, da wieder Zugang zu finden. Frau Markrab, herzlichen Dank für das Gespräch. Bitteschön, sehr gerne.